Gebäude wie diese sind ideal zum Wohnen. So richtig herrschaftlich, oder? Leider ein bisschen teuer, aber schön wär's schon. Unserem Land fehlt es an Wohnraum, vor allem in den Großstädten, leistbare Wohnungen vor allem. Wer oder was ist schuld daran? Die einen sagen die Politik, die zu wenig Wohnbaumittel bereitstellt. Andere sagen die Investoren, die bauen einfach zu wenig. Oder sind es die vielen leerstehenden Wohnungen, bei denen die Eigentümer, die Vermieter nur darauf warten, dass die Mietpreise steigen, so der Vorwurf. Wie kann die Wohnungsnot gemindert werden? Soll gar eine neue Steuer auf leerstehende Wohnungen kommen? Ein Bericht von Paul Bartruel. Wien wächst. In den nächsten 20 Jahren um die Einwohnerzahl von Graz. Für diese 250.000 Menschen fehlt es an Wohnungen. Eine alarmierende Entwicklung. Mehr bauen ist die eine Lösung, ungenütztes Nutzen die zweite. Dieses leerstehende Haus im zweiten Wiener Bezirk dürfte nicht leer stehen. Hier mitten in der Stadt müssten Leute wohnen, sagt die Immobilienexpertin Mara Werlitsch. Sie kritisiert, dass mit Wohnraum oft spekuliert wird. In einem Wohnungsmarkt wie Wien, der eigentlich sehr angespannt ist und auf dem sehr viel Druck eigentlich zurzeit herrscht, gibt es Leerstand eher in der Form von spekulativem Leerstand. Das bedeutet, es werden absichtlich Wohnraum nicht auf den Markt gebracht, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr Profit damit zu erzielen. Die Leidtragenden sind die Wohnungssuchenden. Sie zahlen bei privaten Neuvermietungen in den letzten 7 Jahren um 37% mehr. Ja, wir hören immer wieder, dass viele Wohnungen leer stehen, dass Wohnungen vor allem, bevor sie günstiger vermietet werden, lieber über Monate nicht vermietet werden. Das kann schon ein Problem sein. Wie das Problem genau ist, wissen wir nicht, da wir in Wien keine Erhebung haben und auch keine Verpflichtung, dass leerstehende Wohnungen gemeldet werden müssen. Auf solche Art von Kritik reagiert man im Wiener Rathaus gelassen. Leerstand ist für den Wohnbaustadtrat kein akutes Problem. Ja, es gibt ja keine genau erhobenen Zahlen, weil das auch nicht meldepflichtig ist. Aber wir gehen davon aus, dass sich der Leerstand in den letzten Jahren deutlich reduziert hat, auch aufgrund der Konditionen am Wohnungsmarkt. Jeder, der eine freie Wohnung hat, wird ein großes Interesse haben, diese zu veräußern oder zu vermieten. Also 80.000. Ein Grund, Immobilieneigentümer müssen den Leerstand nicht melden und wollen auch, dass das so bleibt. Wenn ein Privater mit seinem Eigentum sagt, ich lasse es aus dem oder dem Grund derzeit leerstellen, dann sollte das schon auch seine eigene Verantwortung sein können. Ich glaube, das ist etwas, was auf dem Markt sicher nicht Platz hat. Das sind andere Elemente, die man vorher einsehen sollte, als so eine bürokratische Lösung. Das leerstehende Haus im zweiten Bezirk ist eine Ausnahme. Es wird bald saniert. Hier entstehen neue Wohnungen. Leere Wohnungen fallen nicht auf und stören nicht, im Gegensatz zu den leerstehenden Geschäftslokalen. Verstaubte Auslagen, Müll hinter Schaufenstern, mit Brettern vernagelte Geschäfte. Das kritisieren viele Wiener. Der Eigentümervertreter sieht es gelassen. Es gibt eine Reihe von Initiativen von der Stadt Wien, von der Wirtschaftskammer, um hier aktiv Flächenmanagement zu betreiben. Da sind auch eine Reihe von Immobilienexperten eingebunden. Den Stein der Weisen haben wir noch nicht gefunden. Und so könnte es gehen. Für dieses leerstehende Gebäude hat man eine sinnvolle Lösung gefunden. Die oberen 3 Stockwerke werden vorübergehend genutzt. Es herrscht wieder Leben im ehemaligen Gebäude einer Versicherung. Die sogenannte Zwischennutzung funktioniert hier schon. Die eigentliche Nutzung findet in dem Moment gar nicht statt. Und man entwirft eine alternative Nutzung für eine begrenzte Zeit. Also in unserem Fall hier wird das Gebäude in 2 Jahren, also Ende 2015, wird es umgebaut. Es kommen hier Wohnungen rein. Und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, das hier zu nutzen. Auch für den Bauträger macht diese Zwischennutzung Sinn. Also wir haben bis jetzt, die letzten knapp 10 Jahre, haben wir ausschließlich Wohnungen zur Verfügung gestellt, unentgeltlich. Jetzt gerade das Freunde Schützenhaus noch im 12. und viele andere Projekte. Da machen es wir schon sehr lange. Hier in dem Projekt, wo wir jetzt sind, das ist ein Bürohaus. Das war nicht möglich, das für Wohnzwecke zu adaptieren. Wäre zu aufwendig gewesen. Und deswegen habe ich dann noch Wegen gesucht, das halt gewerblich, künstlerisch zwischenzunutzen. In 20 Räumen arbeiten fast 50 Menschen. Eigentümer, die Betriebskosten kompensieren.
Sprich, wir zahlen nicht wirklich Mietzins im eigentlichen Sinn, dennoch natürlich Betriebskosten. Dadurch hat der Eigentümer natürlich einen Vorteil, dass ihm in der Zeit des Leerstandes keine zusätzlichen Kosten anfallen und wir wiederum können den Raum günstig weitervermitteln. Noch sind solche Zwischennutzungen in Wien selten. Die rechtlichen Bedingungen sind nicht optimal, Immobilieneigentümer haben Vorbehalte. Die Stadt Wien hat zwar eine Agentur geplant, umgesetzt wurde sie noch nicht. Meines Wissens gibt es, glaube ich, in ganz Wien nur 3 Zwischennutzungsprojekte. Und das ist ein Schand, ein riesiger Stand für eine Stadt, die so innovativ gelten will und gastfreundlich und aufgeschlossen. Und da gibt es ganze 3, das sind gewerbliche Zwischennutzungsprojekte. Also ich kann immer nur entsetzen, Fasslosigkeit, dass das so wenig machen. Nutzbare Häuser gebe es genug. Allein im Wiener Leerstandmelder, einer privaten Online-Plattform, sind mehr als 100 Häuser markiert. Doch Freiwilligkeit scheint nicht zielführend zu sein. Deshalb fordert die Mietervereinigung eine eigene Abgabe auf solche Objekte. Ja, eine Leerstandsabgabe könnte hier wirklich Wunder wirken, denn die Mittel, die der öffentlichen Hand durch die Nichtvermietung entgehen, und das sind zumindest die Umsatzsteuer, sollte bei Leerstand, der unbegründet ist, natürlich jedenfalls der öffentlichen Hand zugeführt werden. Ich glaube, dass man hier mit einer Strafe den Vermietern nicht dazu bringt, Anreize schafft, um wirklich zu vermieten. Ich glaube, umgekehrt, es wäre wichtig, die steuerlichen Aspekte so zu gestalten, dass der Vermieter sagt, ja, mir ist es wert, in die Immobilie zu investieren. Ob Strafsteuer oder nicht, es werden Maßnahmen gesucht, um die Eigentümer zur Sanierung und Vermietung zu bewegen. Vorbilder dafür gibt es. In der Schweizer Stadt Basel wird Leerstand offiziell erhoben und auch die Niederlande könnten als Vorbild gelten. In Amsterdam beispielsweise ist es verpflichtend, dass Eigentümer und Eigentümerinnen Leerstand von Gebäuden melden. Es ist auch weiter verpflichtend, dass sie einen Versuch. Die Zeit für Maßnahmen gegen leerstehende Wohnungen drängt, auch weil der Neubau von Wohnungen in Wien nur schleppend vorangeht.